Sie sehen, haben wir hier unsere Baumaßnahme begonnen. Ostapril war sozusagen Spatenstich, wenn man das hier bei dieser Maßnahme so nennen kann. Seitdem wird, und das ist das Erfreuliche, im Zeitplan gearbeitet. Wir wollen ja als Kreis 13 Millionen Euro an diesen Standort investieren. Neben der Schulsanierung also auch hier unsere Salzhalle. Und das darf man an dieser Stelle sagen, es besteht immer noch das Ziel, im September 2020 auch hier die ersten Spiele des THC zu sehen.